Ja, ihr habt die verschiedenen Entschlüsse gefasst und könnt jetzt gemeinsam oder auch getrennt von der Witwe Putz wieder aufbrechen in verschiedene Himmelsrichtungen. Wir beginnen diesmal nicht von oben, sondern von unten. Jalan, möchtest du alleine gehen oder jemanden mitnehmen? Wo gehst du hin? Wie bereits sagte, ich werde Iserun begleiten auf dem Weg zum Rechtsgelehrten, dessen Name mir peinlicherweise bereits wieder entfallen ist. Ja, mit Iserun und Jalan. Zu Grigorn von Erkenstein. Gut, der ist von Beruf. Rechtsgelehrter an der Schwert und Stab. Gut, dann könnt ihr, ja, gemeinsam mit Iserun wirst auch du mit einem merkwürdigen Blick eingelassen als Bannstrahler. Und könnt dann zu Magister Brigorn von Erkenstein ja, aufschließen. Iserun weiß natürlich, wo sich der Rechtsgelehrte aufhält, in welcher, ja, in welchem der Räumlichkeiten ein ungefähr um die 50, vielleicht ein bisschen jünger. So in dem Dreh wird er wohl sein, ein Magier, ehemals noch aus Beilung, also auch ein Tobrier. Ah, Magister. Fräulein Magister, Fräulein Adepta von Spurgelsen, schön, dass ich euch hier verzeiht. Er klappt einmal sein Buch zu, was er gerade noch gelesen hat, setzt sich seinen Zwicker auf. Wie kann ich euch helfen? So, Jede 12 zum Gruße, Magister. gibt es noch Jede einen 12 zum Nachtrag Gruße. zu gestern Abend? Oh nein, Eine nein, das hat gar hervorragende nichts Feier. damit zu tun. Hat sie euch gefallen? Ja, doch, ich denke schon, ich denke schon. Wunderbar. Nein, tatsächlich sind wir in einer ganz anderen Angelegenheit hier. Und zwar geht es uns darum, wir suchen nach Gerichtsunterlagen bezüglich eines Alchemisten, Tyros Prahl. Sagt euch der Name vielleicht etwas? Tyros Prahl, ja, den Namen kenne ich. Seit einigen Jahren wird sein Name wohl nicht mehr so sehr oft ausgesprochen. Ein bemerkenswerter Mann, möchte ich so meinen. Ein herausragender Alchemist, Sternkundler, Gelehrter. Ich meine, er hat früher mal in Havena gelernt und auch in Festum. Ich glaube, mittlerweile wohnt er hier in Garad, ja. Und es Nun, unsere. kam. Verzeihung, Bitte ihr. Magistra. Nein, nein, erläutert das ruhig. Uns kam jüngst zu Ohren, dass dieser Alchemist wohl vor einigen Jahren schon wegen des Reichsverrates angeklagt worden sei. Und wir wissen auch ganz gern, wie dieser Urteilsspruch ausging und was danach mit ihm geschah. Ja, das ist. Ich glaube, er soll wohl götterlästerliche Dinge getan haben, weil er wohl diesen Polardiamanten sucht oder mehrere Expeditionen dorthin geschickt hat. Agam Bragab. Das ist Rogolansch für den Leuchtapfel. Nordstern. Also, es ist. Ich habe mich damals nicht damit ausgekannt, weil. Das ist seine Expertise und ich selbst kümmere mich dann eher in meiner Funktion als Licentiatius Juri Magicae um Rechtsangelegenheiten. Ich habe den neuen Kodex gelesen. Dementsprechend, wenn das Konvent in ein paar Wochen vorbei ist, Fräulein von Spogelsen, müssen wir noch einmal über die Kragenweite sprechen. Da fehlen 2 Zentimeter, die ihr bitte noch einmal annähen lassen müsst. Selbstverständlich, Magister. Ich habe den Hohn und Spott in eurer Stimme schon gehört. Ihr klingt mir fast wie ein Schwarzmagier, wenn ihr das so ablehnt. Das würde mir natürlich niemals in den Sinn kommen. Schließlich Also, sind wir doch hier sind es gefallen, nicht wahr? ja, und vor allem auch zu Praios gefallen, nicht wahr? Selbstverständlich. Natürlich. Also, meines Wissens sollte sich Tyros Prahe, er ist wie gesagt angeklagt, wenn ihr ihn hier in Garad finden könntet, so ein, nun ja, ausgewiesenes Individuum würde ich vielleicht am Zirkel der freien Wissenschaft suchen. Ach, Das ist also die schon nichts für wieder. euch, Adepter. Natürlich. Habt ihr eine
Ahnung, wo vielleicht die Gerichtsunterlagen aufbewahrt werden? Also wurde von wem wurde? Also gut, wir wissen, von wem die Anklage geführt wurde. Ja, Gareth hat viele Gerichte für jede Stadt Teil 1. Es kommt natürlich, ja, wenn ihr wisst, wer sie geführt hat, dann könntet ihr sicherlich in, naja, wisst ihr denn, wo derjenige gewohnt hat oder wo derjenige angeklagt hat? Das könnte euch sicherlich helfen. Nun, leider nicht. Deswegen fragen wir einen Mann wie euch, der am ehesten darüber Bescheid weiß, wo man den meisten Erfolg hat, wenn man nach Unterlagen sucht. Hört ihr mir denn nicht zu? Ach, bei Hesinde. Ich kümmere mich um den Kodex, um magische Angelegenheiten, um magische Rechtsbelange. Ich sage euch, die Jurisdiktion sagt dann dem ausführenden Organ, was es zu tun hat. Und ihr seid das ausführende Organ. Habt herzlichen Dank für diese Informationen. Zumindest haben sie uns schon einmal sehr weitergeholfen in der Sache der Person. Dann werden wir wohl einmal gehen und unsere Organe ausführen. Magister? Ja, genau. Sucht, wie gesagt, nach dem Ort oder nach dem Stadtteil, wo derjenige gelebt hat. Ein guter Hinweis. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wenn wir dann draußen sind. Nun, ja. Ist sehr direkt. Der Kollege ist brillant, aber ein schrecklicher Paragraphenreiter. Wir müssen uns allerdings wirklich mal über euren Kragen unterhalten, wenn die ganze Sache vorbei ist. Der ist wirklich ein bisschen weit. Wollt ihr mich verarschen? In diesem Falle ja. Ich bin froh. Wenigstens etwas zum Lachen. Kommt, wir gehen weiter. So, auf zum Zirkel der Freien Wissenschaften. Ja, der liegt durch Garten durch, weiter nach Süden. Ihr könnt mir mal eine Gassenkunde werfen, Gassenwissen, ihr seid hier nicht beheimatet, erschwert um 5. Und dann schauen wir mal, was Rafim so tut. Möchtest du alleine gehen? Nein, du wolltest hier Kiaras und Ömer mitnehmen? Ja, ich weiß nicht, wo wir zuerst hingehen. Also vermutlich führen die mich erstmal, weil wir vermutlich erst Nahrung kaufen gehen und dann Söldner. Rafim, Ömer und Kiaras und Abelmir wollte alleine losziehen. Ich glaube, ich wollte mit Ömer zusammen. Nein, ich bin mit Kiaras und Rafim zusammen. Du bist alleine, Abelmir. Alles klar. Ja, so, dann. Rafim, sag an, wo willst du als erstes hin? Ja, ich schaue erstmal Ömer an. Ömer, kaufen wir jetzt erst Essen oder kaufen wir erst Söldner? Das ist näher. Ich habe keine Ahnung. Das muss der hohe Herr Karino erstmal entscheiden. Nun, ich vermute, wir wollen die Nahrungsmittel in den Eschenrott holen. In den Speicherhallen. Ja, ihr wollt mit Herrn Carfink sprechen und über die Sachen verhandeln? Genau, ich denke doch, das wird am einfachsten sein und dort gibt es genügend Nahrungsmittel und er ist genug interessiert an Geld, um sich auf ein Geschäft einzulassen. Ja, dann zum Hohen Haus von Carfink. Ich denke mal, das ist irgendwo in der Nähe vom Rathaus. Genau, also ja, ihr könnt dann zum Rathaus gehen. Ihr könnt mir mal eine Staatskunstprobe schmeißen, damit ihr dann auch da eingelassen werdet, ne? Mit den richtigen Leuten, die ihr da anspricht. Ja, dass das ihr dann zum Bürgermeister hoch vorgelassen werdet. Genau, das wird nur besser Kiaras machen, der ist ja der Mann fürs Geschäftliche. Ja, sitzt ihr dann erstmal ungefähr eine halbe Stunde im Vorzimmer von Carfink, bis euch dann die Dame, die dort neben euch an einem Tisch sitzt und die ganze Zeit das Kratzen von der Feder über Papier, bis sie dann irgendwann aufsteht. Es wirkt auf euch so ein bisschen, als ob das sehr, ja, sehr improvisiert wirkt, dass ihr da warten gelassen werdet, so ein bisschen künstlich. Ihr könnt ihr dann in ein großes, ja, im oberen Stockwerk befindliches, anwesend betreten, groß möbliert, überall Karten, ein paar Unterlagen, ein paar Akten, die da rumstehen, bis ihr dann auf Trautmann Carfink trefft. Ja, die Götter zum Gruße, eine wunderschöne Veranstaltung, die Gala, die ihr gegeben habt. Seid ihr deswegen hier?
Es freut mich sehr, dass es euch gefallen hat. Infolgedessen sind wir hier, in der Tat. Ja, dann heraus damit. Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit, nicht wahr? Er lacht ein bisschen gekünstelt. Ihr wisst selbstverständlich, weshalb diese Gala geführt wurde. Und nun ist es an der Zeit, dass wir unsere Versprechen in die Tat umsetzen. Ja, ihr schafft das Gesindel aus meiner Stadt. Das ist hervorragend. Auch wenn das nicht alle sind, aber wir machen doch mal einen Anfang. Genau, wir wollen einen sehr guten Eindruck bei den Leuten hinterlassen. Von daher wollen wir... Ich habe bereits mit dem Marschall, mit dem Blutigen, gesprochen. Er meint auch, dass ihr wohl die Topria sehr gut einsetzen könnt. Das werden blutige Kämpfe und wenn man sie dort vorne, ja, etwas ausdünnend, das darf man ja hinter verschlossenen Türen noch einmal sagen, dann ist dem Land doch damit gedient. Ja, doch zunächst müssen wir sie antreiben, dass sie uns begleiten gen Norden. Ja, aber dafür habt ihr doch sicherlich auch gesammelt, oder nicht? Also, sprecht offen, wie gesagt, Zeit ist Geld, hopp hopp, sprecht. Natürlich, wir brauchen Nahrungsmittel, um einen guten Eindruck bei den Menschen zu hinterlassen. Wir sind natürlich gewillt, für diese zu bezahlen. Ja, aber warum kommt ihr denn damit zu mir? Oh, wieso sollten wir nicht damit zu euch kommen? Immerhin, nun, habt ihr die Kontrolle über die hiesigen Kornkammern. Und sonst soll man fragen als euch? Ich bin der Bürgermeister. Die hiesigen Kornkammern sind natürlich für das Volk, aber nicht für die Topria. Die sitzen ja nicht einmal in Gareth, sondern außerhalb. Jeder kann sich irgendwie außerhalb hinsetzen, ein paar Bruchbuden nach oben zimmern und behaupten, er ist Gareth. Nein. Die Vorräte sind für Notzeiten, für den Krieg. Ihr wisst sicherlich, dass bald ein Krieg ansteht. Genau dies eine Notzeit. Dies ist eine Vorbereitung für den Krieg. Wir werden die Leute ein... ihr kennt doch sicher die Peitsche und die Karotte. Wir werfen ihnen eine Karotte hin, damit sie empfänglicher sind für die Peitsche. Ja, aber das sind, wie gesagt, ich würde euch ja gerne helfen, aber mir sind die Hände gebunden, das sind die Vorräte der Stadt. Ich kann keinem Nichtbürger so etwas hinwerfen. Ach, ihr solltet ihn natürlich auch nicht hinwerfen. Wie gesagt, dafür haben wir diese Spenden gesammelt, um dafür rechtmäßig zu bezahlen und dafür zu sorgen, dass die Leute angetrieben werden, inspiriert, motiviert werden, sobald wie möglich wieder zu verschwinden. Ja, das ist natürlich ganz generell eine gute Idee, aber dann solltet ihr nicht zu mir kommen, sondern eventuell ja zu einem guten Freund oder so etwas von mir, der ja ein eigenes kleines Lagerhaus, ein eigenes kleines Kontor hat. Und das sind dann natürlich seine eigenen Vorräte, die er euch dann auch verkaufen darf. Aber ich kann keine Vorräte, die der Stadt gehören, an Nichtbürger verkaufen. Selbstverständlich, aber genau deshalb kommen wir ja zu euch, weil wer ihr wollt also eine Empfehlung haben als ihr? Oh, natürlich. Ihr werdet uns doch besser sagen können, wen wir fragen müssen, oder nicht? Ja, gut, die Speicherhäuser. Und wie groß ist denn eure Geldkatze? Eure Börse? Ich denke, groß genug, um zumindest für ein paar Wochen für Nahrung für die Stadt dort oben zu sorgen. Ja, ich brauche Zahlen. Also reden wir von 10 Dukaten, reden wir von 100 oder von 1000? Ich schaue die anderen beiden einmal so ein bisschen abschätzig an. Wir reden von etwa 200 fürs Erste. 200 Dukaten. Ja, gut. Dann, wie gesagt, die städtischen Speicherhallen stehen euch nicht zur Verfügung. Aber, nun, dann solltet ihr doch einfach am besten zu Bunsenhold gehen.
Ja, das ist eine gute Idee. Bunsenhold Burko. Er hat ein paar Lagerhäuser ebenso in Eschenrott. Die liegen ein paar Meter entfernt von den städtischen Speicherhallen. Nicht ganz an der Straße gelegen, aber einen Katzensprung davon entfernt. Fragt euch in Eschenrott nach ihm um und ihr werdet ihn finden. Das ist, wie gesagt, ein guter Freund von mir, der mit privatem Vermögen in der Goldenen Au einkauft. Bunsenhold, ich schreibe euch einfach mal, ich kann euch seine Visitenkarte geben. Bunsenhold. Burko. Gut. Sagt ihm, ihr kommt von mir und dass ihr für 200 Dukaten Getreide kaufen wollt. Hervorragend. Ich freue mich schon auf gute Geschäfte und auf, dass unser beider Politiken fortgeführt werden. So gut wie die Party gestern war, aber ich verstehe trotzdem nicht ganz, warum ihr zum Bürgermeister einer Stadt lauft. Wieso nicht? Ihr habt hier Rang und Namen. Ihr seid mit mehr Leuten verbunden als jeder andere, oder nicht? Warum lauft ihr nicht zu einem, weiß ich nicht, Pereine-Tempel oder Travia, wenn ihr die Armen ernähren wollt? Oh, ihr wollt doch sicherlich euch auch einen guten Namen machen, oder nicht? Den habe ich bereits. Es geht immer besser. Ja, wenn ich dann zum sechsten Male zum Bürgermeister gewählt werden will, genau. Gut, dann sind wir hier fertig und ich wünsche euch gutes Gelingen in Eschenrott. Hab vielen Dank. Ja, und jetzt raus hier. Abel mir. Ja, da ich momentan eigentlich nichts zu tun habe, würde ich gerne den Vorsteher des Pereine-Tempels Gareth aufsuchen. Pereinfried Siegenreich oder Siegensreich. Du meinst den Pereine-Tempel am Schlossviertel? Ja. Ja. Dann kannst du ja zum Schlossviertel gehen. Da brauche ich keine. Da brauche ich keine Probe von dir auf Gassenwissen. Der Hüter der Saat ist dann hier anwesend. Ein großer, aber schlichter Tempel mit Ährensims und Storchenrelief. Darüber auch ein Storchennest, was dort in dem oder oben auf dem Tempel angebracht ist. Kannst du dann den Tempel ja betreten. Und im Vorraum siehst du noch eine kleine Brunnenquelle, wo du dich dann wie vorgeschrieben waschen kannst. Das würde ich auch machen. Denn vorher ist das Betreten des Tempels verboten. Wie gesagt, wir sprechen hier von dem Saattempel und da sollen keine Krankheiten reingetragen werden. Das würde ich machen. Also wahrscheinlich die Hände und die Füße vermute ich auch. Würde mich dann wieder ankleiden. Mhm. Gut sichtbar zwei Goldstücke, oder da haben wir drei Goldstücke, in den Spendenstock platzieren oder hineinfallen lassen. Und mich dann nach einem Geweihten umgucken. Mhm. Ja, du schaust dich ein bisschen in der großen Tempelhalle um, wenig prunkvoll, ein paar Statuen, die du erkennen kannst, von ein paar Heiligen, die dir mal mehr, mal weniger was sagen. Und dann kommt ein etwas dicklicher Mann auf dich zu, den du schon kennst. Trondwig von Bregelsau. Ah. Oh, Freund Abelmir, Freund Abelmir, er kommt auf dich zu, schüttelt dir deine Hände. Ah, schön, schön, dass ihr hier seid. Wie kann ich euch helfen? Ich ersuchte um eine Audienz bei seiner Eminenz, Pereinfried Segensreich. Es geht um die Tobria. Um die Tobria? Redet doch mit mir. Wie kann ich euch helfen? Nun, ich dachte mir, dass seine Eminenz seine Schäfchen kennen würde. Und wir beabsichtigen, gewisse Kräfte anzuheuern. Und da dachte ich mir, wer wüsste besser, wem man vertrauen kann, als seine Hochwürden?
Nun ja, als Abt des Drei-Schwestern-Ordens kann ich natürlich sicherlich auch damit aufwarten. Aber die Tobrier sind ein wildes Volk. Zumindest diejenigen, die oben bei Wallgraben sitzen, müsst ihr wissen. Wollen wir einmal gemeinsam dort durch die Straßen und Gassen gehen oder zieht ihr es vor, hier zu bleiben? Nun, ich dachte mir, dass ihr mir vielleicht ein paar Namen nennen könnte von vertrauenswürdigen Personen, denen man, nun ja, vielleicht ein Vogelspann anvertrauen könnte. Nun, es gibt dort natürlich einige Anführer, die sich herauskristallisiert haben. Unter anderem Ephirnia von Mundbach. Sie ist eine sehr aufstrebende Persönlichkeit. Aber wenn ihr aktuell jemanden haben wollt, dann solltet ihr wohl mit, er setzt das in Anführungsstrichen, also auch mit seinen Händen, der starke Hagen sprechen. Ihr findet ihn wahrscheinlich bei der Wolfsklause, aber dadurch, dass die Tobrias nicht schätzen, wenn man direkt in ihre Hauptquartiere geht, solltet ihr am besten jemanden ansprechen. Einfach auf, wahrscheinlich auf dem Viehmarkt und fragen nach dem starken Hagen. Danach wird euch eine Kapuze über den Kopf gezogen, auf heimlich getan und dann werdet ihr später in der Wolfsklause wieder auf, die Kapuze wieder weggezogen bekommen und dann wird da eine geheime Verhandlung geführt. Ihr missversteht mich, ich wollte keine Verbrecher anheuern. Ich suche vernünftige, vertrauensvolle Personen in den Tobia-Viertel. Die gibt es dort nicht. Nein, wie gesagt, die Tobrier sind allesamt sehr rüde und ja, natürlich, hier kann man sich dann auch dem Verbrechen widmen. Aber wenn jemand Leute haben möchte, und ich weiß natürlich, was ihr vorhabt, dann solltet ihr tatsächlich mit dem starken Hagen sprechen. Wenn ihr dort herumlauft, ohne die Einwilligung von ihm und ja, mag sein, dass dort viele Tausende von Menschen sitzen, aber wenn ihr 50 von ihnen anwerbt, ohne dass ihr das Einverständnis vom Hagen habt, dann werdet ihr sicherlich auf einige Probleme stoßen. Die Pareine-Geweihten in der eingebrachten Ernte sprechen allzu oft davon. So weit ist es also schon gekommen. Man kann nicht mal normalen Tobian vertrauen. Sie sind alle verkommen, wie es aussieht. Ja, man hat sie leider dort oben sitzen lassen. Travia, Pereine, Zar. Sie sind alle sehr fern. Ich freue mich, dass zumindest die Pereine-Geweihten dort für etwas Ordnung sorgen. Und auch der Zar-Tempel des steten Wandels kümmert sich natürlich voller Hingabe um sie, aber man kann ihnen den Schalk nicht aus dem Nacken treiben. Ich fürchte, die Zeiten werden eher schlimmer als besser. Wenn ihr wisst, aber sprechen wir nicht davon. Also, wie gesagt, wenn ihr jemanden anwerben wollt, nein, die Stadtwache hat dort oben auch gar nichts mehr zu melden. Wenn ihr jemanden anwerben wollt, sei es nun ein Banner oder zwei Banner mit einfachen Söldnern oder eben auch besseren Soldaten, dann geht auf den Viehmarkt, sagt, ihr möchtet den starken Hagen sprechen und der kümmert sich dann darum, dass euch da jemand zugewiesen wird. Ihr solltet Geld mitnehmen. Von wie viel Geld reden wir, meint ihr? Naja, für einen guten Willen sagen wir 5 Dukaten. Und für alles Weitere? Für alles Weitere werden, glaube ich, dann die normalen Preise bezahlt. Also, ich habe, Freund Abel, ihr wisst doch, dass ich dann eher mit euresgleichen speise, diniere und ihr mir dann Gesellschaft leistet. Ich werbe dann nicht 50 Leute an, sondern ich werbe dann einen Mann wie euch an. Ich hoffe. Da kann man auch gemeinsam Abend bei einem guten Wein zusammensitzen. Ich hoffe, ich reiche dieses Nordviertel mit 5 Dukaten lebendig. Ich habe schon übel Erfahrung gesammelt in solchen, nun ja, Vierteln. Wenn ihr dort mit einer Stadtwache als Begleitung herumlauft, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel erreichen. Vielleicht euren Freund. Er ist natürlich der Travierkirche auch bekannt und als Abt des Drei-Schwestern-Ordens lassen wir das. Fragt doch einfach mal euren Freund Ömer. Er wird sich dort oben sicherlich auskennen. Nun gut. Ihr müsst das natürlich auch nicht immer alles selber machen. Das ist richtig. Habt vielen Dank für eure
Erkenntnis und Auskunft. Wir müssen uns unbedingt mal wieder treffen zu einem Tee. Zu einem Tee? In einem Garten, mein Freund. Ich habe ein paar neue Blümchen, ein paar Exporte, Importe aus... zum einen aus Brabak, eine Sumpfblume, die besonders gut riecht, und aus Mengvilla. Diese müssen wir mal unbedingt zeigen. Aber wir werden sehen. Und schüttelt ihm nochmal die Hand. Vielen Dank, vielen Dank. Und würde mich dann schnellstmöglich verdrücken wieder aus dem Tempel. Gut, wir machen wieder weiter bei Yalan und Iserun. Yalan kann nach ein paar gefährlicheren Vierteln dann doch noch einmal euch beide zurück zum Zirkel der freien Wissenschaften führen. Moment, nicht hier runter, hier bin ich mal angefallen worden. Da hinten müssen wir lang, genau. Angefallen? Von wilden Tieren? Nein, von halbwilden Kindern. Vergessen wir das, gehen wir einfach. Ja, ein schwarzes Gebäude, ein paar Gargülen, die dort oben herunterstarren mit verzerrten Gesichtern. Könnt ihr dann an ein paar Toren vorbeigehen? Es gibt dort natürlich auch ein paar Wachen, aber die werden euch dann nur nach kurzem Befinden fragen, was ihr wollt. Könnt ihr dann auch eingelassen werden. Hier findet ihr dann mit ausgewiesenen Schildern Anatomie, Giftmischer, wird natürlich so nicht dran stehen, aber Iserun ist das natürlich ein bekannt, dass es hier eben auch Giftmischer gibt. Natürlich, es sind alles eben Schwarzmagier, schwarze, nicht zugelassene Alchemisten, Scharlatane, Hexen, Schwarzmagier, Philosophen, und dort werdet ihr dann, könnt dann auch vorne anfragen, wenn ihr nicht genau wisst, wo ihr hin wollt, könnt ihr dann so einen kleinen Tresen erblicken, wo dann jemand auch mit einem Zwicker auf der Nase sitzt und euch dann aus viel zu großen Augen anstarrt. Ja, was kann ich für Sie tun? Gesinde zum Große. Gesinde zum Große. Wir wünschen den Alchemisten Tyros Prahe zu sprechen. Tyros Prahe. Ja, aber er ist hier nicht als Alchemist gelistet, sondern als Sterndeuter. Wenn Sie alchemistische Produkte kaufen wollen, dann müssten Sie sich an die andere Abteilung wenden. Ihm ist es natürlich laut einem Erlass nicht erlaubt, mehr zu kochen, und seitdem ist es natürlich verboten, wenn jemand ohne ein... Wir halten uns hier stets an die Gesetze, werter Bandstrahler. Das ist gut, das ist gut. Wir sind aber tatsächlich nicht an... dem Handwerk des Mannes, sondern eher an seiner Person interessiert. Dann geht doch bitte weiter in Richtung des Sternenturms. Drei Treppen nach oben. Das Büro von ihm ist ausgeschrieben. Prahe.